Servus meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem kurzen, knackigen neuen LS-Video, da ja wieder ein paar Tage kein Video kam, wegen zeitlichen privaten Gründen. Diese Woche geht's wieder los, es kommt heute nur ein 7 bis 10 Minuten Video, auch vom Dreisternhof kommt natürlich heute wieder ein Video. Heute ist der Montag, kommt wieder ein Video, Mittwoch oder Donnerstag kommt ein Video und dann noch ein letztes Mal für die Woche kommt ein Video. Wir lassen uns nochmal schnell Tag werden. Ich warte nur kurz den Frontlader holen, weil wir ja jetzt eine Schaufel haben, wenn ich die finden würde. Die steht nämlich hier noch irgendwo rum. Ja, genau die. Und ja, wir gehen jetzt schnell holen, weil wir werden jetzt noch ein paar Ballen rein schmeißen müssen. Fütterapparat, genau, ja, so nennt man das heutzutage. In unseren Futtermischer. Ja, das, so schaut das für jetzt erstmal aus. Wir lassen jetzt die Zeit hier mit, weiß nicht, so 30 ein bisschen vorbei laufen. Es ist sowieso erst 6.12 Uhr. Wir wollen ja heute ein bisschen füttern von der und unsere Kühe das erstmal versorgen. Weil wir wollen ja ein bisschen Geld durch Milch bekommen und so, das ist ja klar. Fängt es jetzt an zum Hageln? Ja, falsch fahre ich auch noch, Leute. So passiert es halt. Ja. Gott sei Dank habe ich jetzt gerade ein Ding gelesen, einen Artikel auf der Landwirtschaft und auf der Seite, weil ich noch was runterladen wollte. Und zwar gibt es jetzt, wie ich gesehen habe, Teil, das Original Düfte von vom Spiel in den Raum sprüht sozusagen. Es sind so Duftpatronen drin oder irgendwie, so habe ich das drüber gelesen. Und halt, wenn man zum Beispiel jetzt hier fahre und zum Beispiel bei der Güllegrube jetzt drüben vorbeifahren würde, dann würde es nach Gülle riechen oder im Stall nach Stall, ne? Oder der Motor würde ein bisschen so riechen, speziell, ne? Und ja, so ungefähr habe ich das irgendwie verstanden. Irgendwie komisch, irgendwie auch richtig nice, wie man es haben will, ne? Ja, kommt halt drauf an auch, ja, aber gut. Halt, wie ist denn noch? Ich glaube, die waren die Grasballen und hinten war die Heuballen. Wir machen erstmal hier auf, weil wir wollen ja jetzt füttern. Beziehungsweise wollen wir einstreuen. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch geschafft, Freunde. Das erste Mal mal eingestreut, ne? Haben wir schon, ja, wohl in einem anderen Projekt. Okay, 4000 Zauberkeit ist auch auf 100 noch. Ne, halt, das heißt doch, das ist Dreck. Ne, weiß kein. Ist jetzt auch egal. Wow, 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 wow. Das heißt, wir hauen jetzt noch einen Ballen rein. So habe ich das gerade verstanden. So schön. Ja, gut, so. Da haben wir den nächsten Strohballen. Den hauen wir dann gleich rein dazu und dann schaut es schon nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, einen hauen wir nochmal rein. Einer muss noch. Und dann. Wow, 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 wow. Was ist jetzt passiert? Das war nicht so gut. Ich überlege mir nämlich gerade einen Hoftrakt zuzulegen. Beziehungsweise noch geht es nicht, weil der kostet ja 60.000. Aber in näher Zukunft wäre das schon nicht so schlecht, glaube ich. Weil jedes Mal auf Dauer mit dem Frontlader hier. Ist halt. Ne, ist, ah, nee, der. Verdammt, Alter. Das war jetzt. Steht da? Ja. Aber war jetzt richtig knapp, dass da nicht geflogen ist. Das hat mich gerade. Boah. Boah, Alter, das wird. Ja, so gut. Jetzt haben wir es. Ich nehme jetzt mal den Strohballen schon schön mit nach oben. Beziehungsweise wir füttern als allererstes
Gras. Das sieht man. Ah, nee. Das ist doch Heu, oder? Ah, ja, stimmt. Das ist Heu. Wir haben die Grasbahn ja. Wir hatten die Grasbahn ja hier. Stimmt. Das heißt, wir müssen jetzt nach drüben. Lol, das wird irgendwie alles als. Naja, gut. Soll jetzt mal als Heu anzeigen. Ja, dann nehmen wir die drüben, weil dann mag ich die hier lieber hier reinhauen. Ich glaube, ist besser. Sagen wir mal so. Nehmen wir auch gleich den hier. Wenn wir ihn schon so schön hier hinstellen. Hauen wir den mal, wuchten wir den mal hier rein. So, hier reingehen, hallo. Guck doch. Schild, wie schön das. Was die Lasche Heu. Das ist doch Gras. Gottes Willen. Warum wird das nicht als Gras angezeigt? Vielleicht muss man jetzt zum Grasdruck. Nee. Oh, Alter, jetzt habe ich schon das Schlimmste befürchtet. Warum geht das bei Heu rein? Verdammt. Naja, egal. Dann hauen wir hier mal ein bisschen Stroh bzw. Kraftfutter rein. Das heißt, wir nehmen einen Strohball mit. Ah, komm schon. Warum ist der jetzt runtergefallen? So, fahren wir mal mit dem. So, dann holen wir ja noch hinten einen Ballen. Jetzt sind wir schon fast auf 10 Minuten. Boah, das wird knapp. So, den hauen wir mal rein. Gucken wir mal. So, und jetzt hauen wir noch mal schön Silage rein. Dann passt das, glaube ich, auch. So. Laden wir mal anständig voll. Schaut gut aus, soweit. Hoffen wir, dass das alles. Also eine Schaufel hauen wir noch rein. So, das hauen wir jetzt 80%, das ist sehen wir, wie viel da noch. Okay, das zahlt sich, glaube ich, schon noch aus, wenn wir jetzt noch ein bisschen Silo reinhauen. Weil wir müssen den sowieso später dann noch reinfüttern.
Dann müssen wir nächste Folge noch Wasser dazu. Das wird dann noch schöne, schöne Arbeit werden. Aber soweit schaut das gut aus. Wir brauchen das jetzt, glaube ich, nur rein dreschen, sozusagen, in den Futtertrog. Dann mache ich denn jetzt? Weil da, warum kann ich den warum? Jetzt geht's doch. Schweinehund wollte nicht rein. Alter, wie viel wir noch reinfüttern müssen. Da kann doch schon noch ein bisschen was reingehen. 20% macht Gras aus, Alter. Ja, egal. Nächste Folge wird dann weiter gefüttert bei unseren Kühen. Ich kann heute nicht weitermachen. Ich sag nur danke fürs Zuschauen, liebe Freunde, und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.